Tag 24, unser geistiger Zustand geht wieder runter. Wir haben hier eine Schweinesiedlung gefunden im letzten Part. Und das Spiel meint zu speichern. Böses Spiel aber auch. Achso, ja, den konnten wir ja nicht attackieren oder ähnliches. Da sind nochmal Blumen. Oh, und da oben ist Gold. Und eigentlich wollte ich zurück, aber guck mich trotzdem hier nochmal weiter um. Schadet ja nicht bei unserem geistigen Zustand. Ja, 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 ja. Oh, did you hear that? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dann werde ich wohl doch nicht zurück in mein Dings gehen, sondern hier bleiben. Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Scheiße. Ah, Gott, ich habe ganz vergessen, dass die ja dann auch nochmal auftauchen. Was passiert, wenn die hier ankommen? Die werden 100% von den Schweinen attackiert, wenn ich richtig laufe. Aber, oh Gott, ja, erschreckt mich mal. Entschuldigung, dass ich euch zu nahe gelaufen bin. Guck mal, das Schweinchen will helfen. Weil die Spinnen sind die natürlichen Feinde der Schweine. Das weiß ja jeder. Und das Gute ist, das Schweinchen kämpft jetzt mit denen allen. Und ich kann derweile das Häuschen kaputt machen. Oh nein, die haben ein Schweinchen getötet. Oh nein, die kommen her. Oh, und die Wildschweine kommen auch immer wieder näher. Ja, ich habe das gehört. Ja, keine Sorge, ich habe das wirklich gehört. Aha, ist das schön. Das will ich, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Und wenn wir... Oh Gott, da sind sie. Und wenn wir denen jetzt quasi Essen geben würden, den Schweinchen, dann machen sie so nach dem Motto, oh, du bist mein Freund, tu mir Essen geben. Nur müssen die dann halt regelmäßig gefüttert werden, ne? Das ist typisch mit Haustieren. Ja, supi, das habt ihr toll gemacht. Find euch so super. Okay, jetzt kann ich aber zurück. Mama, Mama. Ach, guck mal, da sind nochmal Blumen. Nehme ich direkt mit. Nidson ist ja jetzt nicht aufgedingst, aufgeheizt, aber egal. Und ich laufe komplett verkehrt, habe ich das Gefühl. Ja, ich laufe verkehrt. Schön. Naja, kann ich... Oh Gott, mein Gott, müsste er mich so erschrecken. Oh, fuck. Oh, nee. Das ist nicht euer Ernst gewesen. Oh, und es wird schon wieder dunkel. Was soll denn der Scheiß? Na, dann laufe ich jetzt mit der Fackel herum. Und mit den Ohrwärmern. Und mach mir noch eine zweite Fackel. Weil ich Fackeln basteln kann. Latsche ich richtig? Naja, relativ. Ach, hier war ja das Teil. Stimmt. So weit war ich ja gar nicht von zu Hause weg. Hasen sind bestimmt immer noch nicht in die Falle gelaufen. Echt mal, die wollen auch, dass ich verhungere, ne? Ey, ich hab da eine neue Fackel gebastelt. Es wird langsam auch immer kälter. Aber ich bin ja gleich in meinem Lager. So. Feuerchen. Das weg. Das da weg. Ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Egal. Den Hildstone wollte ich sowieso hier hinstellen. Oh, da merke ich, ich habe das noch ein bisschen verdreht. So.
Kein Wunder, dass ich immer verkehrt gelaufen bin. Ich war eine ganz andere Richtung gewöhnt. Ja, ja, ich frisch ihn wieder ein. Dum, 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 di, dum, di, dum, di, dum, di, dum. Ach komm. Jetzt wird's mir langsam zu viel hier. Ja, bleib noch an allem hängen. Dann esse ich halt Blumen. Weil Blumen lecker sind. Und dafür sorge, dass ich Leben kriege. Also wenn ihr verletzt seid, Blumen essen, alles wird wieder gut. Ich kann schon echt viel Stoß reden, ne? Oh nein, es wird dunkel, es wird dunkel. Ha. Geschafft. Kann ich das eigentlich auch? Oh, ich kann das auch trocknen. Aber das ist nicht so gut, das Fleisch. Das sorgt dafür, dass mein geistiger Zustand zurückgeht. Und was ist das eigentlich? Spider-Eggs. Kann ich mir jetzt mein eigenes... Ich kann mir da was pflanzen? Pflanze ich mir dann auch so ein komisches Gebäude von denen? Sodass ich dann Spinnen hier rumlaufen habe? Will ich hier Spinnen rumlaufen haben? Sind die mir dann freundlich gesinnt? Das Gold kann man wo rein hier. Das da rein. Oh, ich habe ja kaum noch was. In meinem Magen. Ist nicht so schlimm. Das da kann da rein. Das da kann ich verwerten. Hallo, Schattenmann. Du bist mir nicht neu, dich kenne ich. Du bist lieb. Nur wenn eine böse Melodie kommt, dann wird's böse. Dann wird das ganz böse. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Weil im Winter sind die Teiche zugefroren. Ich glaube, ich habe auch noch gar keinen gefunden. Also von daher, nicht wichtig. Das werde ich mal austesten. Naja. Das teste ich aber erst im nächsten Part aus. Und da würde ich einfach mal ganz, ganz, ganz spontan sagen, wir sehen uns bis dahin. Tschüss, eure Tai.